PC gegen Konsole, das große Systemduell Runde 1 heute im Retro Club. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, werte Zuschauer, zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe Retro Club auf Rocket Beans TV mit moi, der Grégoire. Darf ich wieder für euch sein, mit mannigfaltigen Games aus der Vergangenheit und einem wunderbaren Thema. Bevor wir darauf eingehen, das wunderbare Retro-Club-Merch ist für euch zu haben, jetzt sogar in die richtige Richtung gezeigt. Klickt gerne den Link in der Videobeschreibung an oder geht da selber rauf zum Eintippen. Da könnt ihr auch so schöne Sachen zum Anziehen haben, wie ich es jetzt hier habe. Oder auch, bleiben wir einfach gleich dabei im Werbemodus. So wie sich's gehört, das ABC der Videospiele Spiele Level 2, das neue Retro-Club-Buch, gerade frisch draußen seit ein paar Wochen. Der Zuspruch bisher sehr, sehr groß. Dafür sage ich ein ganz, ganz großes Danke zurück. Kriegt ihr überall im Buchhandel. Und auch eine schöne Info, Frankfurter Buchmesse, ich glaube, ab dem 19.10. müsste das sein, zumindest das Wochenende von der Oktoberwoche, bin ich in Frankfurt die Tage über auf der Bühne und mache ein bisschen Retro-Gaming-Action und bin für Autogrammstunden da. Wenn ihr also ein eigenes Exemplar haben wollt oder euch unterschreiben lassen wollt, kommt in Frankfurt bei der Buchmesse vorbei und wir sehen uns hoffentlich für all die Leute, die mich auf der Gamescom verpasst haben. Schade, dass wir es da nicht schon gemeinsam gemacht haben. Ne? Können wir es in Frankfurt da nachholen. Thema des Tages. PC gegen Konsole. Das große Duell. Der Kampf der Systeme. Naja, wenn man es jetzt unbedingt Kampf nennen möchte, seit Urzeiten gibt es die Systemkriege, nennen wir es mal so. Ja, Leute, die auf Computern gespielt haben, auf Personal Computern, ob es Commodore 64, Amiga, Atari ST, IBM-PCs gewesen sind, ob es japanische Computer sind, wie der PC 88 oder MSX oder wie sie alle heißen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Konsolenfans mit NES, mit Master System, Super Nintendo, PlayStation 1 und so weiter. Da gab es natürlich, je nachdem, welches System man besessen hat, entsprechend dann die ganzen Grabenkämpfe zu der damaligen Zeit. Ja, und wir haben häufiger natürlich schon mal das Thema behandelt, gerade wenn es um Umsetzungen geht. Wenn man eine bestimmte Art von Spiel mag, sollte man sich da eher auf Heimcomputern bewegen oder sollte man auf Konsole dann umschwenken? Manchmal sind solche Grenzen auch sehr verwischt, weil dann gab es solche typischen PC- oder Computer-Genres wie Point-and-Clicks auf Konsole, die sehr gut funktioniert haben. Und andersrum tolle Jump'n'Runs, die auf einmal nur auf dem PC existiert haben. Also war da auch das ein bisschen aufgeweicht, was wir heute machen wollen. Und das ist eine mehrteilige Serie, wo wir im Detail auch noch mal pro Folge andere Sachen beleuchten. Wir werden uns ein paar Fallbeispiele angucken, wo mal große Konsolenspiele auf PC portiert wurden, wo große PC-Spiele auf Konsole rausgekommen sind, wie sich Konsole und PC in bestimmten Fassungen zum Beispiel bei Arcade-Ports geschlagen haben und einfach so einen Geschmack dafür zu bekommen, was es für viele verschiedene Sachen gab. Wir lassen mal die erste Matz laufen und wie gesagt, wir gehen bei großen Serien dann erstmal vorbei. Was wir hier sehen, natürlich ein häufig behandelter Klassiker mit Castlevania auf dem NES, der große Konami-Action-Hit aus dem Jahr 87. Simon Belmont versucht, Dracula und seine Monster in die Schranken zu weisen. Wirklich sehr, sehr gute Spielbarkeit, knallharter Schwierigkeitsgrad für damalige Verhältnisse, ein Killer-Soundtrack inklusive der Grafik, die auch für 8-Bit-Verhältnisse sehr, sehr gut ausgesehen hat. Ein Game, was ich immer noch sehr, sehr gern spiele, auch wenn es mir richtig in den Hintern treten kann. Und wir hatten vor einiger Zeit bereits einen nicht so gelungenen Computerport mit der Amiga-Fassung gezeigt, der ein bisschen weird gewesen ist. Wir gehen aufs Ingame einmal rauf. Und was wir hier haben, wir machen erstmal den Vergleich. Großer Konsolenhit auf Heimcomputer. Wir sehen uns die ein paar Jahre später erschienene Commodore 64-Fassung von dann Castlevania an. Basierend auf der NES-Vorlage. Man sieht es im Westen von Unlimited Software dann umgesetzt worden. Und die hatten natürlich ganz, ganz große Fußstapfen, in die sie reintreten müssen. Der Commodore 64 hatte seine Stärken anderswo als das NES. Du hattest auch standardmäßig weniger Knöpfe beispielsweise, mit denen du agieren kannst. Und man sieht hier auch ein Intro gebaut, hier ein kaputter Friedhof und Skelette, die überall herumliegen. Wir drücken einmal kurz den Knopf, um zu starten. Und da hören wir die Musik, wie sie nochmal dödelt. Das Intro tatsächlich relativ ähnlich, wie wir es auf dem NES herkennen. Simon Belmont ein bisschen anders aufgelöst und dargestellt durch die C64-Optik, aber
es ist dann da, was wir dementsprechend so kennen. Was ihr gleich sehen werdet oder hören werdet, Ladezeit natürlich inklusive immer, da wir ja ein Computerspiel jetzt hier vor uns haben. Wir starten ein neues Game, bitte. Musikalisch hätte ich ein bisschen mehr mir erwartet, das kann ich gerne jetzt schon mal sagen, weil der C64 hat eigentlich einen ganz guten Soundchip mit dem SID-Soundchip, aber der hat eine ganz andere Instrumentierung, als wie das NES funktioniert hat. Schlecht hört sich das nicht an, hört ihr ja im Hintergrund, aber es wäre alles noch mal ein bisschen besser gegangen. Der Unterschied, den ich hier habe, warte mal, ich guck mal, ob ich das extra kriege. Jawohl. Ah, und jetzt habe ich natürlich den großen Sack mit dem Geld verpasst. Der gleiche Mini-Cheat funktioniert auf dem C64 wie anderswo. Grundsätzlich, vom Ablauf jetzt hierher, Musik hätte ein bisschen besser klingen können. Visuell muss man sich auch so ein bisschen dran gewöhnen, wie die Sachen hier aufgebaut sind. Aber dafür, dass man hier einen Port auf ein System hat, was eigentlich generell nicht immer so im Jump'n'Run-Bereich ganz, ganz vorne und Action-Jump'n'Run vorne gewesen ist. Wo ich muss mal gucken, hier ging es nämlich ein bisschen schwieriger mit dem C64, die Treppen hochzugehen. Ups, bin ich auf die virtuelle Tastatur rauf. Anstatt wie beim NES nach oben zu drücken, muss man hier nämlich schräg oben auf dem Steuerkreuz, respektive dem Stick, damit wir die Treppen hochgehen können. Und natürlich steuerungstechnisch, dass wir... Wollen wir das Weihwasser? Genau. Steuerungstechnisch muss ich natürlich auf einen Knopf dann oder mit einem Knopf das hier benutzen, anstatt zwei benutzen zu können. Um dann zu springen, muss ich nach oben machen auf dem Steuerkreuz, was ich natürlich durch den Button gemacht hätte. Aber Sprungverhalten, insbesondere das nicht umlenken können, wenn man schon mal gesprungen ist, ist mit dabei. Auch die Darstellung der Gegner sieht wesentlich traditioneller aus, als wir es noch beispielsweise bei dem Amiga-Port von Castlevania gesehen haben. Und hier habe ich eigentlich... Bedenken gehabt, als ich dann die C64-Version mir angucken wollte und warte, bevor ich weiterkläre. Ich möchte mal einen Trick probieren, denn hier gibt es einen Damage-Boost, den ich sogar geschafft habe. Fantastisch. Der ist auf dem NES viel, viel schwieriger zu machen. Hier kann man sich einen Teil des Levels sparen, indem wir rückwärts uns in den Gegner reinjumpen lassen und dann die Wucht des Gegners uns quasi zu diesem Part katapultiert. Ansonsten hätte ich nämlich den Weg hier drunter gehen müssen. Ich habe es auch auf dem NES nochmal probiert und es geht echt viel, viel schwieriger als hier anscheinend, weil die Steuerung ein bisschen kulanter programmiert ist. Wir gehen trotzdem einmal runter, weil wir wollen ja den Vergleich machen, den Part hier unten uns anzuzeigen. Ich war ein bisschen skeptisch zu Beginn, weil die Amiga-Fassung wirklich so verquert ist und sich auch nicht gut gespielt hat und nicht gut ausgesehen hat. Zwar ein bisschen aufwendiger vom Design her, weil Amiga und C64 ist schon ein einigermaßen Unterschied, was da technisch möglich ist. Dafür, dass die C64-Fassung gegenüber der NES-Version durchaus hätte besser sein können, bin ich einigermaßen positiv angetan davon, muss ich sagen. Ja. Du hast einige Sachen wie so Transitions zwischen den Screens nicht direkt. Also hier würde man zum Beispiel durch die Tür dann auch gehen auf dem NES. Auf dem C64 ist es einfach ein... Oh, warte mal. Mal gucken, hier war ich hier. Ja, genau, die Axt brauche ich. Auf dem C64 ist es einfach nur eine Umblendung. Aber ansonsten, alles ist hier mit dabei. Wie auch, dass wir die Special Weapons haben. Jetzt kann ich mal mehr damit werfen. So. Und jetzt versuchen wir mal den Boss hier mit dem Werfen der Bonus- oder der Extrawaffen hier wegzuhauen. Ups, falsche Taste. Ach ja, genau, ich habe ja nur eine. Denk schon mal hier ganz in den anderen Sachen. Was schwieriger ist, dadurch, dass ich eine Taste habe, da ich bereits eh das Steuerkreuz nach oben zum Jumpen benutze, Special-Waffen sind nicht oben und Angriff, sondern ich muss den Angriffsbutton gedrückt halten, was es alles ein bisschen kritischer macht als noch auf dem NES, aber es geht schon einigermaßen, inklusive dem Springen mit oben und unten. Und wie gesagt, dafür, dass wir hier einen Port auf ein System haben, der normalerweise eher schwächer gegenüber ist, obwohl es natürlich auch ganz, ganz gute Jump'n'Runs und Action-Jump'n'Runs auf dem C64 gibt, aber es gibt auch jede Menge Ausschussware, insbesondere wenn es dann mal von Konsole als Vorlage gekommen ist. Und ich persönlich finde, dass es trotz der etwas maueren Optik und dem Sound besser gelungen ist als die Amiga-Fassung auf dem C64 hier. Und hier würde ich sagen, das ist so ein Fall, hey, da muss man nicht unbedingt systemabhängig sein, um zu sagen, es geht mir hauptsächlich ums Spiel. C64 kann man auch machen. NES-Vorbild ist natürlich über allen Zweifel dann erhaben. So, lass uns den Gegner mal mit dem Bumerang hier weghauen. Einmal springen, einmal gedrückt halten und zweimal haben wir den weggekriegt. Okay, genug davon. Bei Castlevania ist Castlevania, haben wir schon häufig gemacht und häufig drüber geredet. Also wir sind von Konsole auf Computer rübergegangen. Jetzt werden wir einmal die andere Richtung gehen. Wir lassen die nächste Mats laufen.
Was wir hier sehen, ist natürlich The Secret of Monkey Island, der gute alte Computerklassiker hier in der PC-Fassung. Nicht wundern, dass das Sprachausgabe war. Das ist die spezielle Version, wo man nochmal eine englische Sprachausgabe draufgetan hat. Absolut ein Game, was man am Computer spielen sollte, was ich natürlich auf dem Amiga damals gespielt habe. Aber hier in der PC-Version auch nochmal ein schnellerer Ablauf mit den Ladezeiten. Schön gute Farbauflösung hier mit dabei. Dialoge, Point and Click. Hat ja gerade aktuell auch nochmal seine Relevanz durch das Sequel Return to Monkey Island, was wir gegebenenfalls auch noch mal ein bisschen näher beleuchten werden. In der Zukunft habe ich gerade durchgespielt auf dem PC und hat mir persönlich viel Spaß gemacht. Was wir uns aber hier angucken wollen, wir gehen aufs Ingame drauf, ist der Mega-CD-Port von The Secret of Monkey Island. Ist auf vielen Computern rausgekommen. Leider war das Spiel schon zu spät für den C64. Deshalb habe ich den auf meinem Amiga damals brandneu gespielt. Die Alternative gab es, dass etliche Point-and-Click-Sachen später für CD-basierte Konsolen, wie es das Mega-CD als CD-Laufwerk für das Mega Drive gewesen ist, dann umgesetzt wurden. Wobei man sagen muss, Secret of Monkey Island ist wahrscheinlich jetzt nicht so gigantisch gewesen, dass es nicht auf ein großes Modul draufgepasst hätte. Aber was macht das CD-Medium dann damit? Und gerade solche Spiele wie Point-and-Clicks eben sind gern mal während der CD-Ära auf dem Mega-CD rausgekommen. Ich hatte auch immer ein bisschen neidisch auf die Verpackung dann geschielt, bis ich dann endlich das selbst auf dem Amiga spielen konnte. Der Unterschied, den man jetzt hier sehen wird, einerseits, man sieht ihn ein bisschen durch die geringere Farbtiefe des Mega-CDs und teilweise langsamere Darstellungsgeschwindigkeit, weil so vom Look and Feel her. Und man hat sich wahrscheinlich eher, wir werden es gleich im Ingame sehen, welche Version hat man zum Vorbild genommen? Die EGA-Version mit 16 Farben oder die VGA-Version mit 256 Farben? Gab es ja auch die Unterschiede auf dem Computer. Musikalisch hat man auf jeden Fall den Vorteil, weil auf der CD, man hört es im Hintergrund da, sind noch Musiken mit einem guten Soundchip aufgenommen worden und dann direkt auf die CD dann draufgepresst. Ein Unterschied, den wir hier schon sehen, wenn du auf CD dann drauf bist, auf dem Computer, ja, ich hatte 4 Disketten, mit denen ich hin und her wechseln musste auf dem Amiga und es hat ab und zu mal ein bisschen gedauert, bis man entsprechend die Locations reingegangen ist. Hier musst du jetzt keine CDs wechseln, keine Disketten oder auch CDs wechseln, also alles passt auf eine CD mit drauf. Nichtsdestotrotz hast du Ladezeiten zwischen den einzelnen Locations. Und es ist eine CD-Version, aber ihr hört keine Sprachausgabe. Das Spiel war ursprünglich nicht mit Sprachausgabe. Gehen wir hier kurz weiter nach dem Intro, weil das ist jetzt hier die Intro-Sequenz, wo wir mit dem Kollegen labern können und in das Spiel hier reingehen. Ursprünglich Monkey Island 1 hatte keine Sprachausgabe. Die wir gehört haben, ist erst mit der Special Edition, Gott von was? 2008, 2009, 2010, irgendwann um den Dreh, als die Neuauflage gekommen ist, dass man da nochmal die komplette englische Vertonung hatte. Hätte ich ein bisschen drauf gehofft, weil die Vertonung von LucasArts waren eigentlich immer sehr, sehr gut. Und das hätte ja was, das CD-Medium wäre ja extra dafür da gewesen, dass man da vielleicht noch mal was mit Sprachausgabe tun kann. Leider hier in der Mega-CD-Fassung nicht dabei. Wir haben das typische Scum-System hier und mit den klickbaren Verben, die hier mit dabei sind. Die Mauszeiger werden wird entsprechend durch das Steuerkreuz hier gelenkt und man hat die Maus-Buttons dann auf Knöpfen auf dem Mega-CD-Pad jetzt hier drauf. Ich kann also überall hingehen, interagieren, Sachen mitnehmen. Was wir hier sehen werden, ich glaube, das müsste die EGA-Version wahrscheinlich sein, die wir hier zum Vorbild haben, mit geringerer Farbtiefe. Wir gehen kurz in die Scum-Bar hier rein, die wir da auch in der Matz besucht haben. Open door, please. And get in. Walk through door. Haben entsprechend die Ladezeit dann. Die war sehr gut besucht, die Scum-Bar in der PC, in der Computer-Originalfassung. Wenn wir uns hier mal anschauen, ja. Wir hören die Musik im Hintergrund. Die Piraten sind hier, aber auch um einiges limitiert, was hier dargestellt werden kann. Wir haben recht wenig Animationen. Es bewegt sich hier ab und zu mal ein bisschen was. Und der Kollege, der hier oben sich am Kronleuchter gedreht hat, was ein nettes grafisches Element gewesen ist, der ist hier nicht mehr beispielsweise dabei. Man muss sich eben an diese ganzen Wartezeiten und die runtergedampfte Komplexität gewöhnen. Auch hier sieht man die Farbtiefe ein bisschen weniger. Zwar im Großen und Ganzen hat man natürlich das grafische Element hier erhalten und sobald es dann auch in Multiple-Choice-Gespräche geht, wird dann, man muss nicht direkt draufklicken, sondern das Steuerkreuz geht automatisch dahin, dass man die Sachen auswählen kann, also ein bisschen Bequemlichkeit. Du musst nichtsdestotrotz immer noch einen Mauszeiger hier mit dem Steuerkreuz digital, dann verwenden wir, sagen wir mal dem kurz Tschüss, damit wir noch mal ein bisschen weitergehen können. Und grundsätzlich diese Version, ja, es macht Monkey Island schon spielbar. Und auch cool, dass sie die schöne Musik mit dabei hat. Man hätte für mein Gefühl ein bisschen mehr rausholen können, wenn man schon das CD-Medium hier hat. Es ist bei weitem vor allem nicht. Wir spielen es jetzt mit einem emulierten Mega-CD. Das heißt, die Geschwindigkeit ist noch mal ein bisschen schneller von den Ladezeiten her aus. Aber es konnte durchaus recht lange dauern auf einem originalen Mega-CD,
das da einfach wirklich dann lang gerödelt und gemacht hat, bis dann entsprechende Szenen geladen wurden. Das hat es nochmal alles ein bisschen zerfranster gemacht und fragmentierter. Auch hier seht ihr das Scrolling nicht so ultra sauber. Also hier kriegen wir schon mal nochmal einen besser als in Realität Eindruck hin von dem Spiel. Und wenn das so die einzige Alternative gewesen wäre, kann man schon machen. Aber in heutigen Zeiten hast du eben so viele Alternativen, wie du es nochmal andersrum spielen kannst. Zum Glück war ich damals schon eben computermäßig ausgestattet. Und nicht, dass die Amiga-Version x-fach besser gewesen ist als hier. Na, ich wollte mit euch mal reden. X-fach besser gewesen ist als das hier, weil es auch jetzt lange her, dass ich es auf dem Amiga gespielt habe und die war ja auch einigermaßen limitiert gegenüber der PC-Fassung, insbesondere mit Diskettenwechseln bei mir und eben geringerer Farbtiefe und allem drum und dran. Alleine die Maussteuerung hätte es für mich schon mal ein bisschen ausgemacht. Ich glaube, es reicht jetzt hier auch, weil das Abbilden eines Point-and-Click-Adventures ist immer ein bisschen schwierig in solchen Umfelden wie hier, weil man kann noch mal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Nichtsdestotrotz ein guter Effort. Es gibt auch etliche andere Point-and-Click-PC-Adventures, die auf dem Mega-CD umgesetzt wurden. Wir hatten zuletzt ja mal, oh Gott, wie hieß es? Nicht Heart of the Alien, aber dieses eine Cyberpunk Sierra Point and Click, was wir hier gezeigt haben. Guckt ein paar Folgen vorher, dann wisst ihr, was ich meine. Und auch Adventures of Willy Beamish, ein Sierra Adventure, was auch vom Amiga ursprünglich hergekommen ist und auch mit enormen Ladezeiten aufgewartet hat. Hier in dem Fall würde ich sagen, interessant, dass es hier drauf ist, aber ich glaube, da bevorzuge ich die Computer-Classic-Variante, in welcher Variante auch immer. So, der nächste Vergleich, den wir machen, wir werden uns tatsächlich mal das gleiche Spiel in drei Ausgaben hier angucken. Und zwar schauen wir zuerst die Mats an vom Original. Das hier auch ein ganz, ganz großer Arcade-Klassiker, Final Fight, öfter und größer mal beleuchtet. Hier 89 rausgekommen, eines der absoluten Classic-Beat'em-Ups damals gewesen. Hagger, der Bürgermeister, der die Leute mit Supplessen kaputt haut. War das die Mad Gear Gang oder kriegst du genau? Ich glaube, es war die Mad Gear Gang, die seine Tochter dann entführt hat. Geht da rum und zerstört Sachen, aber auch etliche andere Charaktere, die man nehmen kann. Multiplayer für 89 sah das absolut fantastisch aus und war eben einer der Titel, die den Beat'em-Up-Hype richtig beflügelt haben. Was wir jetzt machen werden, ist mal schauen, wie verschiedene Plattformen, ob Computer oder Konsole, mit Ports zurechtkommen. Insbesondere von so einem aufwendigen Titel hier. Und wenn wir schon bei Mega-CD gewesen sind für Monkey Island, wir gehen auf das Ingame einmal drauf. Das ist die Mega-CD-Version, die westliche Mega-CD-Version. Die japanische hat nochmal japanische Sprachausgabe dann. Aber westliche, später erschienene Mega-CD-Version von Final Fight. Final Fight hat sehr, sehr viele Ports abbekommen. Ihr hört die Sprachausgabe da auch im Hintergrund. Sehr, sehr viele Ports abbekommen auf verschiedenste Systeme, inklusive einem ganz frühen auf dem Super Nintendo, der auch zu Recht als eher misslungen gilt. Denn obwohl die eigentliche Spielbarkeit und die grafische Qualität halbwegs da war auf dem Super Nintendo früher, hatte man dann in der Ursprungsfassung ein Charakter weniger, den man auswählen konnte. Da war Guy als spielbarer Charakter von den dreien gar nicht dabei. Und ich meine, es hatte auch keinen Multiplayer gehabt, was auch sehr, sehr schade ist. Der musste später mit Updates dann auf anderen Plattformen dann danach gereicht werden, sodass die Ursprungskonsolenversion nicht als die besten galten. Das hier wurde explizit auch von, ich meine, Sega dann programmiert. Capcom das Original, aber Sega haben gesagt, hier auf dem Mega-CD haben wir mehr als genug Platz und Power, um da eine adäquate Umsetzung inklusive neu gesprochenen Intros und anders animierten Sachen auf dem Mega-CD umzusetzen. Und da kann ich euch jetzt schon mal sagen, das ist tatsächlich eine der besten klassischen Heimvarianten von Final Fight CD geworden. Das Einzige, was man dem hier ankreiden kann, ist potenziell die Farbtiefe. Alle drei Classic Characters sind vorhanden, die man hier benutzen kann. Wir wählen natürlich Hagger, weil wir mit Hagger den direkten Vergleich dann mal machen wollen. Multiplayer solltest du auch gehabt haben, da das ist die gleiche Startanimation, die hier ist. Aber ja, da sehen wir es auch Press Start. Ich glaube, der Multiplayer war auch jetzt hier klassisch drin. Wobei, daheim habe ich meistens die Sachen dann solo gespielt. Mit Ausnahmen. Mit dem Kumpel damals haben wir Final Fight 2 sehr viel gespielt, weiß ich, weniger den ersten. Hier, die Farbtiefe ist etwas, was man dann der Mega-CD-Version hier vielleicht ankreiden kann. Es liegt aber auch am Mega Drive. Das Mega Drive auch so gut es für damalige Verhältnisse gewesen ist. Und Mega-CD hat zwar ein bisschen mehr an Technik dazugebracht, aber das war jetzt auch nicht, dass du ein komplett neues System da bekommen hast. Es ist immer noch die Umsetzung eines enorm sündhaft teuren Automaten auf ein 16-Bit-System für daheim mit CD-Attachment. Wenn man sich davon nicht irgendwie stören lässt, ey,
Es spielt sich sehr, sehr gut. Ich kann vernünftig alles hier in den Griff nehmen. Ich kann jumpen, ich kann Piledriver machen, Sachen hier rausnehmen. Die Gegner verhalten sich durchaus clever, aber jetzt nicht so, dass man gar nichts machen kann. Da gibt es ja auch entsprechend Pappenheimer. Ich habe meine Specials, die ich hier raushauen kann. Und ey, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut diese Version auf dem Mega-CD tatsächlich gelungen ist. Dazu Sound von der CD. Nicht nur für die Sprachausgabe im Hintergrund, auch alles schön groß dargestellt. Für alle Leute, die am Mega Drive gezweifelt haben, mit der Mega-CD-Erweiterung ist tatsächlich ein nicht ganz Arcade-Perfect, aber relativ nah dran für 16-Bit-Verhältnisse da rausgekommen. Und wenn es nicht diverse Collections geben würde, wo man das Arcade-Original nochmal spielen kann, wäre das wohl die Version, die ich dann heutzutage auch nochmal empfehlen würde. So, wir hauen die jetzt hier auch nochmal. Und das ist ein Beispiel für einen sehr, sehr guten Konsolenport, vor allem, weil man auch mit dem guten Pad und anderen Sachen hier unterwegs sein kann. So, können wir den... Ach komm, gehen wir nochmal zu dem Boss hin, weil wenn wir schon mal hier sind... Das ist auch so ein Spiel, wo ich schwierig dann aufhören kann, ne? Weil wenn man da einmal drin ist und im Flow, dann macht das auch echt Spaß. So, ich mach mal hier. Schön mit dem Slam. So, zack. Ein German Suplex. Das ist der erste Boss, der natürlich auch seine Handlanger dann ruft. Ja, was man vielleicht bei Mega-CD auch nochmal sagen muss, parallel zu der Farbtiefe, ihr seht auch das typische Dithering, also Farbverläufe, die waren ein bisschen schwieriger durch die geringe Farbtiefe darzustellen, deshalb sieht es so ein bisschen gemustert und gepunktet aus. Da hätte uns, da wir es jetzt hier ganz scharf mit dem HDMI-Signal uns angucken, tatsächlich ein Röhrenfernseher nochmal ein bisschen ausgeholfen, je nachdem mit welcher Signalschärfe man unterwegs ist, weil diese doch sehr schraffierten Flächen wären so ein bisschen ineinander geflossen auf einem Röhrenfernseher, der ja so eine leichte Unschärfe nochmal dazu packt und dann würde das fast so ein bisschen wie natürlichere Farbverläufe aussehen. Das wirkt jetzt ein bisschen harscher, als es eigentlich ursprünglich so gedacht und gewesen ist. Da nutzt man gerne die Schwächen der Hardware mit den Vorteilen, die eine nicht ganz perfekte Darstellung auf Röhrenfernsehern verglichen mit heutigen Systemen dann gebracht hätte. Anderswo hätte man wahrscheinlich, das haben wir jetzt hier nicht aktiviert, aber wenn ihr es auf moderneren Lösungen spielt, könnt ihr wahrscheinlich dann Scanline-Filter und andere Dithering-Optionen euch zuschalten. Oh, und da haben wir den Boss hier schon besiegt, das ist doch ganz, ganz nice. Die dann ungefähr ein bisschen den Look replizieren, wie es damals auf der Röhre gewesen ist. So, das war die Mega-CD-Fassung. Genug davon. Wir wollen den Vergleich mal jetzt hier machen, weil Mega-CD, 16-Bit-Gerät, das Mega Drive, ein 16-Bit-Gerät, hat natürlich ein bisschen stärkere Power durch dann die Erweiterung des CD-Laufwerks bekommen, aber es ist im Großen und Ganzen ein 16-Bit-Gerät. Wir gehen auf einen 16-Bit-Computer. Auch hier kann man nicht pauschal sagen, Arcade-Portierungen auf den Commodore Amiga. Die Power sollte der Computer ja eigentlich gehabt haben. Allerdings, häufiger war es mal Kraut und Rüben, was du mit einer Arcade-Vorlage bekommen hast, wo vielleicht die Optik im Vordergrund halbwegs okay war, aber der Rest so ein bisschen weniger. Es gibt ein paar richtig gute Arcade-Portierungen auf dem Amiga. Rodland ist immer mein Ausnahmebeispiel. Wir gehen aufs Ingame einmal rauf. Das hier ist Final Fight auf dem Amiga, was zuerst mal mit einer Steuerungsdemonstration dann herkommt, weil wir haben nur natürlich ein Steuerkreuz und einen Button, den wir benutzen können. Dieses Spiel braucht natürlich, dass da du dich in einem gewissen Bereich bewegst, eigentlich eine Sprung- und eine Angriffstaste. Aber hier muss man, ja okay, wenn ich die Angriffstaste ohne Bewegen gedrückt halte, dann passiert das. Wenn ich sie gedrückt halte und eine Richtung zeige, du musst dich schon sehr, sehr umgewöhnen, wie das funktioniert. Wenn man zum ersten Mal das anschaut, und das ist einer der vielen Ports von US Gold, eine Firma, die öfters mal mehr schlecht als recht solche Sachen portiert hat. Das Intro immerhin, es sieht halbwegs scharf aus, auch die Buchstaben gut aufgelöst. Wenn man Screenshots auf der Verpackung gesehen hat, würde man sagen, hey, der Amiga hat es tatsächlich gar nicht mal so schlecht hier umgesetzt bekommen. Da sehen wir auch, ne, das haben wir ja auch von dem Intro von Mega-CD hier gesehen. Hier ist es zwar eher nur ein Standbild und ein bisschen niedriger aufgelöst, aber nichtsdestotrotz, der ganze Krimskrams ist drin. Du kannst immerhin alle drei Kämpfer auswählen. Das ist ja schon mal was. Wir wählen Hagger jetzt hier wieder. Und wie erwähnt, wenn wir da starten, geht einfach hier mittendrin los, ohne die Intro-Sequenz. So rein von den Sprites her, geht das schon. Ne? Die Farbtiefe ist noch mal geringer als auf dem Mega-CD. Also, die hätte ich mir gerne auch ein bisschen farbenfroher vorgestellt auf dem Amiga. Weiß nicht, ob das hier was Systembedingtes eher gewesen ist oder einfach. Diese Gegner waren eigentlich gar nicht so früh schon hier, ey. Dass die mich jetzt hier schon nerven. Ich weiß nicht, ob das was Amiga-bedingtes ist, weil der Amiga müsste eigentlich besser mit Farben umgehen können als ein Mega-Drive oder ein Mega-CD. So, also.
gedrückt halten, einmal schlagen, gedrückt halten und nach oben ist springen, gedrückt halten und nach hinten, ach, wie auch immer, ne? Er steuert sich nicht gut, das können wir jetzt schon mal sagen. Unflüssig ist es nicht, ich kann mich schon einigermaßen bewegen, ohne dass es zu sehr ruckt. Allerdings, die Gegner sind schon sehr unerbittlich. Ja, also die Gegner kommen sofort hier an und klatschen mir eine drauf. Ich habe nicht wirklich vernünftig die Gelegenheit, die auch richtig zu greifen, so wie ich das einigermaßen angenehm auf dem Mega-CD oder in der Arcade-Fassung hier machen konnte. Hier kommen auch häufiger wegen der Überbelegung der Steuerung, also ich springe viel mehr, als ich eigentlich springen wollte. Und die Gegner hauen mich hier echt schon platt. Wieder zurückgelenkt hier. Unten und Punch müsste eigentlich der Super Special sein, also dass ich diesen Drehschlag dann mache. Der, wenn du den benutzt auf dem in der Arcade oder auf dem Mega-CD oder anderen Portierung, ach, da sind die hier schon wieder, dann auch Energie abzieht, weil der ist so stark, den sollte man ja auch nicht die ganze Zeit anwenden, weil man dann recht leicht ins Spiel kommen würde und wird dann immer bestraft mit ein bisschen Energieverlust, den man selber hat. Dieses Ding jetzt hier, auch wenn die Screenshots wahrscheinlich ganz gut ausgesehen haben, er spielt sich schon sehr trashig. Und das ist ein bisschen schade, ne? Bei Arcade-Portierungen deshalb, gerade auf Amiga und anderen Heimcomputern, müsst ihr mal ein bisschen warten. Vor allem, wenn Amiga und es, oder ein bisschen warten und entsprechend noch mal checken. Auch wenn das Äußerliche und die Screenshots ganz gut ausschauen, muss es nicht heißen, dass es ein gut gelungener Port ist. Und in bestimmten Fällen, auch wie erwähnt, habt ihr dann gute Arcade-Portierungen. Aber in den meisten Fällen sollte man dem eher skeptisch gegenüberstehen. Und das ist schade, ich hätte mir auch gerne ein vernünftiges Final Fight hier gewünscht und Final Fight hatte sogar ein bisschen Glück gehabt gegenüber. Okay, der Typ steht mal einfach außen an dem Level. Transition gibt's hier auch keine. Ich hätte mir vielleicht sowas eher in der Richtung auch erhofft für Street Fighter. Ich hatte mal den Computerport von Street Fighter 2 gespielt, die auch von US Gold gemacht sind und versucht da mal, oh Gott, ein Kumpel hatte von mir auf seinem damaligen IBM PC Street Fighter 2. Wo ist es denn? Warte mal. Oh, jetzt haben wir mal Guy gewählt. Please wait. Kommt er ran? So, haben wir den jetzt hier? Kommt der Boss jetzt hier nochmal an? Oder ist, ach, da ist er. Der kommt einfach von da. Okay. Immerhin groß genug. Können wir hier mal hauen. Versuchen hier. Ah, ich mach den. Oh ja, hier machen wir den Special. Jetzt sieht hier zum Beispiel nichts ab, der Special, wenn ich den immer benutze. Also kann man so das vielleicht ein bisschen leicht jetzt cheesen. Kurz die Street Fighter 2 Nummer auch von US Gold gemacht, aber versucht da mal mit einer Tastatur und entsprechend Buttons oder einem Joystick mit nur einem Button dann diese ganzen Moves auszuführen. Wird alles nicht so richtig geil. Oh, und jetzt habe ich mich da durchgearbeitet und den ersten Level jetzt hier auch geschafft. Genug auf davon. In diesem Vergleich, checket am besten, wenn ihr euch noch mal so alte Arcade-Ports da angucken wollt. Grundsätzlich kann man sagen, in vielen, vielen Fällen ist es so, dass die Konsolenversionen trotz Abstrichen gerade steuerungstechnisch einfach oft die Nase vorn gehabt haben gegenüber Heimcomputer-Versionen von Arcade-Ports. Bevor wir in die Pause gehen, lassen wir die nächste Matz mal kurz laufen. Und wenn wir bei Heimcomputer-Ports von Arcade, Konsolengames sind, einen speziellen Fall gibt es auch mit Super Mario Bros. Special für den japanischen PC 88 Computer 1986 rausgekommen. Super Mario Bros. Das Original war ja so knapp, es müsste ein Jahr vorher in Japan rausgekommen sein, auf dem Famicom, also dem japanischen NES damals gewesen sein. Das hier ist tatsächlich ein offiziell releaseder Computer Port von Hudson Software, was natürlich ein sehr, sehr gutes Entwicklungsstudio gewesen ist, gehören mittlerweile zu Konami, die ganzen Marken bei denen hier, aber in den 80ern und 90ern waren die sehr Nintendo-nah, haben auch viele NES-Spiele wie Adventure Island produziert und haben die Möglichkeit gehabt, für den etwas limitierten PC-88-Computer, vor allem in Sachen Scrolling, da seht ihr, es gibt umschaltende Bildschirme statt weiches Scrolling und auch die Bewegungen von Mario und allem drum und dran sind schon ein bisschen anders, als wie man es auf dem NES gewöhnt ist. Die haben einen eigenständigen Port mit den Limitierungen des Computers auf dem PC 88 gemacht. Und die würde ich mal gerne spielen, die Version, bei Gelegenheit, weil die kenne ich auch nur hauptsächlich von Videos und Retrospektiven aus her. Sehr ungewöhnlich, dass es einen offiziellen Port von Super Mario Bros. Auf ein Computersystem, ein japanisches, da gegeben hat und dass das Spiel dann so einigermaßen angepasst und verändert. Soll es auch Unterschiede im Level-Design geben, habe ich mir sagen lassen. Aber ich müsste mich, wie gesagt, mal selbst davon überzeugen. Haben wir nicht mehr so häufig. Heutzutage würdest du wahrscheinlich keinen offiziellen Computerport von einem Super Mario-Spiel sehen. Zu der damaligen Zeit konnte man das aber damals noch machen. So, Leute, wir haben gleich noch mal viel mehr PC versus Konsole Vergleiche, die wir uns angucken werden, aber erst nach einer kurzen Pause. Geilen Store.
Wusstest du, dass die von GameStar in einem Stall schlafen? Idioten. Und seine ach so seriösen Journalisten von der GameStar. Sieh an. Janina und die Rocket Beans. Schicken Merch habt ihr da. Tragt ihr den Kram eigentlich nur selbst oder kauft ihn auch irgendwer? Hey, wo habt ihr denn eure Klamotten her? Aus einem Möbelhaus? Was habt ihr eigentlich mit Gaming-Journalismus am Hut? Lasst es doch einfach sein. Die einzig wahren und vor allem erfolgreichen Gaming-Experten sind ja wohl wir. Ach ja? Ich hab gehört, ihr zockt am liebsten Mobile Games. Das nimmst du zurück. Vielleicht seid ihr schlauer als wir, aber dafür können wir 24 Stunden am Stück zocken. Ja, Mann, dass ich nicht lache, als ob wir das nicht könnten. Ja, dann beweist es doch. Zum Beispiel am 18. November bei Haus an Haus 3. Dann sehen wir, wer besser zockt. Mhm. Wir werden da sein. Zieht euch warm an, Rocket Beans. Wir sind wieder da in der aktuellen Ausgabe des Retro-Clubs. Der große Vergleich Runde 1 PC versus Konsole mit speziellen Fallbeispielen geht weiter. Was haben wir bisher? Wir haben Action-Games von Konsole auf Computer. Wir haben Point-and-Clicks von Computer auf Konsole. Wir haben Arcade-Ports auf Konsole und Computer uns angeguckt. Und sogar einen offiziellen PC-Port, in Japan zumindest, von Super Mario Brothers. Also durchaus gemischt. Jetzt gehen wir wieder zu einer PC-Domäne, die wir auf Konsole sehen werden, in einer ganz speziellen Ausgabe. Wir lassen mal die Mats laufen. Als Rollenspiel-Fan natürlich habe ich die Dungeon Master-Serie immer im Blick gehabt. Hier sehen wir die Amiga-Version von 88, aber ursprünglich das Spiel auf dem ST ein Jahr vorher rausgekommen, Atari ST. Ja, Dungeon Crawler, Ego-Perspektive, auch sehr, sehr auf Maus-Interface ausgelegt. Charaktere, die selbst zusammengewürfelt werden oder zumindest eine Party, die man sich selbst zusammenstellt. Relativ viel Freiheit. Man muss darauf achten, dass man seine Ernährung, seine Verpflegung dann auch zeitig in Angriff nimmt. Muss Gegner entsprechend behaken, dass sie einen nicht kaputt hauen. Letzten Endes also sehr viel typische Rollenspieltaktik, auf die man achten muss. Und das ist eben ein Game, was wirklich komplett geeignet ist auf damalige 16-Bit-Computer. Wir gehen aufs Ingame rauf. Es gibt einen Dungeon Master Port und Dungeon Master allgemein wurde tatsächlich auch auf sehr, sehr viele Konsolen umgesetzt. Gab es eine Super Nintendo-Fassung davon, auch eine Mega-CD-Version. Mega-CD haben wir uns aber recht häufig hier angeguckt. Was ihr hier seht, ist der Dungeon Master Port oder die Adaption namens Theron's Quest für das TurboGrafx 16 oder TurboGrafx CD, auch bekannt als das CD-Laufwerk zur PC Engine. Inklusive dem kompletten animierten Intro mit Vertonung. Das läuft jetzt noch ein paar Minuten weiter. Ich lasse es nur mal kurz laufen, damit wir kurz die Einleitung hier machen können. Ist tatsächlich ein sehr interessanter Port, weil solche Dungeon-Crawler-Spiele kannst du natürlich auch auf deine Konsole umsetzen. Musst du natürlich gucken, was du mit der Maussteuerung machst. Was sie hier für Theron's Quest gemacht haben, normalerweise steht es dir komplett frei bei Dungeon Master, wie du deine Party zusammenwürfelst. Allerdings hier wurde spezialisiert ein bisschen mehr auf Story gegangen und man hat den Charakter Theron, ich glaube, das spricht man Theron aus, falls nicht, schreibt es in die Comments mit rein, hier als Protagonist quasi auserkoren, um den hier auch nochmal die Story dann dargestellt wird. Den Rest seiner Party kann man sich
zusammensetzen und durch Limitation wohl des Systems oder der Art, wie man das Spiel umsetzen wollte. Es ist kein zusammenhängender großer Riesendungeon oder zumindest von der Größe her nicht genauso wie auf dem PC, sondern das Spiel wurde aufgebrochen in mehrere kleine Dungeons, die man angehen kann. Also systemtechnisch auf der PC Engine noch mal ein bisschen hier adaptiert. Alleine, dass man so ein typisches West-Computer-Game dann in diesem Anime-Stil sich jetzt hier angucken kann. Die Japaner waren ja eh ganz wild auf solche Dungeon-Crawler. Nicht umsonst ist Wizardry bei denen ja auch ganz groß, aber eben auch sowas wie Dungeon Master oder Might and Magic oder andere Sachen haben sie sehr gemocht. Ich drücke mal kurz hier auf Start, gucken wir, kommen wir weiter oder... Nee, dann lade ich einmal hier kurz den Quicksave, weil man kann nur abspeichern zwischen den Dungeons. Und ich bin hier schon dann dabei. Guck mal, Theron. Das ist der Hauptcharakter. Sieht ein bisschen aus wie Ardol aus Ys, wenn man den jetzt hier steuert. Ich lade mal hier kurz. Und hier bin ich schon ein bisschen weiter rein im Spiel und habe so den ganzen Anfang gemacht. Ihr seht hier unten, ich bin im Menü. Hier oben, Theron, ist schon der Charakter, der vorgegeben war. Und ich habe mir ein paar andere Figuren hier rausgezogen, die ich hier in meine Party mit reintun kann. So. Du kannst hier den Mauszeiger simuliert durch das Steuerkreuz, ein bisschen wie wir es bei Monkey Island haben, hier durch die Hand dargestellt, durch das Steuerkreuz steuern lassen. Bei dem PC oder dem Computer wärst du dann hier auf die Leiste gegangen, um dich zu bewegen. Hier ist es interessant, sobald man auf der Seitenleiste ist, snappt das über in eine Menüsteuerung, dass man nicht frei bewegen kann, sondern hier Angriffsbuttons aussuchen kann oder dass ich mich hier dann zum Beispiel drehen kann. Ich bin hier in einem Bereich schon, wo zum Beispiel, na, warte mal, passt das? Ist es gut? Ich glaube, der Gegner könnte jetzt gekillt werden. So, Gegner, kommst du mal? Gehen wir mal vorne dran. So, das ist nämlich ein kleines Rätsel jetzt hier. Oh, und jetzt haben wir den hier kaputt gehauen. Das ist doch schon mal ganz gut. Einem wird hier die Steuerung ein kleines bisschen erleichtert, ja, weil ansonsten, so ein Game würde ich auch eher am liebsten mit einer Maus spielen. Einfach, weil wir... Wie komme ich hier in seine... So, lass mich mal kurz gucken. Ach ja, so komme ich rein. Ich will nämlich ins Item jetzt hier. So, ich habe einen Rest Pilze nicht gehauen, aber ich packe den mal in sein Inventory hier rein. Solche Sachen würde ich natürlich gerne mit der Maus angehen. Du musst immer gucken, wie gut kannst du das umlenken auf so ein System. Was ich mir hier gern gewünscht hätte, die haben grundsätzlich durch die neue Aufteilung des Games eigentlich eine ganz nette Idee gefunden, diese Spielbarkeit ein bisschen anders zu gestalten. Ich glaube, durch die Miniaturisierung der Dungeons und dass man eh nur zwischen den Dungeons speichern kann, wurde der Schwierigkeitsgrad auch vergleichsweise gesenkt. Also, dass es nicht mehr so knallhart wie auf dem Computer hier gewesen ist. Was ich mir hier gewünscht hätte, wäre, dass ich ein Interface hätte, auch wenn es hier ein bisschen erleichtert wird. Ups, nicht gegen die Wand laufen, das ist nicht gut. Dass ich zum Beispiel mit L- und R-Tasten das Strafen machen kann oder mit dem Steuerkreuz mich hier so vernünftig durchbewegen. Die PC Engine hatte leider nicht so viele Buttons, die zur Verfügung gewesen sind. So, lass mich jetzt mal kurz gucken, wie komme ich hier weiter. Ich muss hier dieses Rätsel lösen. So. Genau, das ist nämlich, wenn man hier guckt, ein Bereich, wo 9 Bodenplatten sind, die ich auf verschiedene Arten angehen muss, um hier durchzugehen. Wir haben den einen Gegner hier besiegt. Durchaus interessante Wege gefunden, wie man das hier vernünftig darstellen kann. So, ich bräuchte hierfür einen roten Schlüssel. Kann, wie gesagt, wo wir es hier gesehen haben, bei den Charakteren mit reingehen, Items equippen, denen Essen geben. Wo waren wir hier? Bei HK. Gucken wir mal, den Screamer Slice. Können wir den essen? Ist es gut? Nom? Oh ja, war lecker, ne? Food, meine Foodleiste ist gestiegen. Er bräuchte nur ein bisschen Wasser, um das Meer zu trinken. Also alle Eigenheiten des Originalspiels sind hier mit reingekommen. Aber ich finde ganz nett vom Interface, auch wenn da noch ein bisschen mehr gegangen wäre. Ah, jetzt kommen wir hier nicht durch, weil wir natürlich keinen Schlüssel haben. Ich meine auch keinen Schlüssel hier bisher mitgenommen zu haben. Auf die Eigenheiten der Konsole angepasst, ne? Wir hören im Hintergrund jetzt ja auch eher so atmosphärische Sounds, die man natürlich auch durch den Vorteil der CD alle ein bisschen aktiver hier haben kann. Ja, ich habe leider nicht so viel. Was ist das hier? Water Flask. Braucht jemand Water? Komm, sauf mal ein bisschen Wasser. Gluck. Dein Wasser voll, aber die Flasche. Oh, die Flasche packen wir jetzt einmal hier hin. Dass man durch die Limitation des Steuerkreuzes und der wenigen Buttons auf der Konsole zwar ein paar Bequemlichkeitsfeatures nicht hat, aber dafür, dass wir keine Maus und Tastatur hier haben, die man bei sowas natürlich gut verwenden kann, ist es ganz nett jetzt hier geworden. Und ich habe durchaus gesteigertes Interesse, das mal in dieser Version mal ein bisschen weiter zu spielen. Weil das finde ich auch nochmal faszinierend, gerade wenn man sich solche CD-Ports von alten Computer-Games dann gegeben hat,
Mein Amiga, weiß ich, hatte immer Ewigkeiten gebraucht, um solche Sachen dann zu laden. Ich habe da ein bisschen mehr so, ach komm, iss mal den Apfel. Nom, nom, nom. Might and Magic 3, insbesondere recht häufig auf dem Amiga gespielt. Davon gibt es übrigens auch dann entsprechend Ports auf die PC Engine. War durchaus ein System, wo man solche Computerports dann auch hatte, ob jetzt auf CD oder auch modulbasiert. Hier drüben liegen noch ein paar Icons. Das, was mir ein bisschen auf die Nudel geht, ihr seht, wenn ich in eine Wand laufe, verliere ich Hitpoints. Oh, ja, hätte ich euch mal nicht in die Wand laufen lassen sollen. Warte mal, ich habe hier oben einen Schlüssel. Ist wer? Oh, könnte das dieser Schlüssel sein, den wir brauchen? Sehe ich da gerade. Ja, zusätzlich dazu, dass die auch nochmal Story reingetan haben. Warte mal, wir gucken mal dahin, ob dieser Schlüssel geht oder funktioniert. Finde ich durchaus interessant, wie sie es hier gemacht haben. Und da würde ich gerne auch eure Expertise. War das der hier vielleicht? Probieren wir mal. Iron Key. Ne, Marke hier nicht. Dann gehen wir mal weiter. Da war noch ein anderes Schlüsselloch, das wir uns mal angucken können. Ich würde gerne bei euch in den Comments mal hören. Ne? Seid ihr so große, also Oldschool-PC-Rollenspiel, Computer-Rollenspiel-Spieler gewesen, dass das was für euch wäre? So, Moment. Tatsächlich richtig gemacht. Und wir gucken, ob das wäre. Und wäre so eine Konsolenfassung für euch was gewesen? Oder seid ihr da puristentechnisch unterwegs und sagt, sowas würde ich gerne nur originaltechnisch mit reinbekommen? Oh, und das war's tatsächlich. Jawohl, die Tür ist offen. Oh, und da ist noch ein Gegner. So. Du kriegst einmal Swing. 36. Kriegst hier einmal da. Can't reach. Okay, Lightning bitte. Und jetzt haben wir ihn zu Käseblut zermerged. Oh, warte mal, der hat da... Das haben wir geworfen. Was ist das hier? Ich will nicht die Scroll. Pack die mal hier hin. Ich will das Ding da hinten. Muss ich mich einem weiterbegeben? Gucken wir mal. Da sehe ich schon bei sowas, ey. Da möchte ich mich den ganzen Nachmittag hinsetzen und einfach mal machen und tun. Gold Key. Kriegt ihn wieder Theron in die Hand. Dann drehen wir nochmal rum. Aber ja, da gerne eure Erfahrungspunkte und eure Expertise mit reintun und sagen, ob was taugt oder nicht. Oh, jetzt möchte ich eigentlich nochmal wissen, was hier hinter ist. Das ist bestimmt der Gold Key für hier. Jawohl, jawohl. Let's do this. So. Ich habe sehr viel an der Konsole vergleichbare Games gezockt, auch zu der damaligen Zeit Shining in the Darkness auf dem Sega Mega Drive, was recht schwierig war, wenn man da auch keine stets eingeblendete Map hatte. Da liegt ein Schild auf dem Boden. Wenn ich den jetzt hier aufnehme, da ist aber auch eine Bodenplatte, die eingedrückt ist. Das könnte natürlich was sein, was wir... Gehen wir es dem mal in die... Kann ich dem das in die Hand? Ah, komm, das kommt in dein Inventory hier rein. Könnte sein, dass der Schild auf jeden Fall da lag, um diese Bodenplatte auszulösen. Oh, schau dir das an. Ich leg den mal wieder drauf, weil ich meine, dass das vielleicht das Loch dann wieder schließt. Aber ich habe durchaus lange Zeit an solchen Sachen gerne mal dran gesessen. Warten wir, ist denn hier was? Tiran? Nein, der war es nicht. War es Dotan? Dotan hatte es. So, nehmen wir den Schild. Mal raus, legen wir den wieder hier hin. Wir drehen uns um. Nee, das Loch ist immer noch da. Ich gehe mal weiter. Okay, wir sind runtergefallen. In einen dunklen Kerker jetzt hier mit einem Warpfeld. Oder was ist das? Das mich wieder... Oh. Hat mich jetzt irgendwo anders hingeworbt. Und ja, das war auch bei Shining... Oh, wieder zurück. Okay. Und da wüsste ich jetzt nicht, wie ich direkt hier weiterkomme. Bin schon an eine Grenze gestoßen, die ich mal ausloten möchte. Aber wie gesagt, es reicht auch genug davon. Ich habe schon häufiger solche Games auch auf Konsole gespielt. Und ich finde hier den interessanten Ansatz, den sie mit Theron's Quest, insbesondere durch die anderen Aufbau der Dungeons, durch das Anime-Intro, durch die Adaption des Point-and-Click-Interfaces, halbwegs machbar, vernünftig über hier mit Steuerkreuz und zwei Buttons, wie man es auf der PC-Engine dann gemacht habe. Durchaus interessant und ja, sowas kann auch ganz gut funktionieren. Rollenspiel meist besser als Point-and-Click, muss ich dann sagen, auf der Konsole. So, was haben wir noch? Die nächste Mats schauen wir uns an. Und wir gehen mal auch wieder PC auf Konsole. Einer der ganz großen PC-Klassiker haben wir damals auch rauf und runter gespielt. Duke Nukem 3D kann man ja seit einigen Jahren dann auch wieder offiziell in Deutschland drüber sprechen, nachdem es deindiziert wurde. War einer der Klassiker auf dem PC, hat so viel
dann Leuten Spaß gebracht und unzählige Multiplayer-Sessions und so weiter. Aber auch der Singleplayer hat sehr, sehr viel Fun gemacht. Gab es natürlich auch etliche Ports, aber muss sagen, die Systeme zu der damaligen Zeit konnten sie auch vernünftig damit umgehen, mit der ganzen Power, die du brauchst, eigentlich für sowas, um es vernünftig darzustellen. Oder hatten wir Probleme oder waren es halbgare Ports, die man dann spielen konnte? Was wir uns angucken werden, wir gehen aufs Ingame drauf, ist die PlayStation 1-Fassung von Duke 3D. Total Meltdown, glaube ich, hier dann auch nochmal genannt. Und die PlayStation 1 war eigentlich ganz gut, will ich mal sagen, für solche Oldschool-Ego-Shooter-Ports. War nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man zu der PC-Ära mit klassischer Maus und Tastatur dann gegangen ist. Weil diese Dinger, meine, du hast bei Duke zwar schon, aber bei Doom vorher beispielsweise musst du dich jetzt nicht um Höhenunterschiede kümmern oder dann mit einer Maus vernünftig zielen, sondern du hast da ja gestrafed, du hast Gegner ins Visier genommen, um die drumherum dich dann bewegt. Und es ging mehr darum, wie kann ich vernünftig strafen, wie kann ich hier vernünftig spielen. Und das geht hier tatsächlich auch ganz gut. Ich gehe mal kurz hier auf die Optionen drauf. Und verschiedene Steuerungsoptionen, die man hier hat, inklusive, man kann ein Filtering einschalten, wo die Texturen ein bisschen gefiltert werden. Ich mache es mal an, wir machen es nachher mal aus, um das zu sehen. FrameSync ist wahrscheinlich V-Sync, habe ich auf einer Konsole zu der damaligen Zeit auch relativ selten gesehen. Turn Speed, Fast, Medium, Slow. Ich glaube, Medium bringt hier was ganz Gutes, weil ansonsten ist das ein bisschen hakelig von der Steuerung her. Controller Layout. Was ich ein bisschen schwierig zu der Zeit fand, ihr seht den Standard PlayStation Controller. Aim Up and Down auf L1 und L2 gelegt. Relativ unnatürlich für heutige Verhältnisse. Für die damalige Zeit, ich spiele persönlich lieber mit dem sogenannten Doom-Layout, was das so ein bisschen klassischer gemacht hat. Da wird nämlich das hoch und runter rausgenommen. Ich glaube, Duke müsste fast automatisch wie bei Doom hoch und runter zielen. Und ich bekomme auf L1 und R1 dann Strafen drauf. Und damit wird ein Schuh draus. Gehen wir auf New Game, LA Meltdown, machen wir den Standard-Schwierigkeitsgrad. Dass man das doch dann einigermaßen spielen kann, obwohl man eben nicht Maus und Tastatur jetzt vor sich hat und auf dem anderen System hier drauf ist. Framerate. Nicht die allerbeste, ihr seht sie jetzt hier schon. Ich kann mich hier mit dem Steuerkreuz umher bewegen. Und lass mich einmal hier kurz das Klassische aufmachen. Der Unterschied, den ich hier seht, ein bisschen dadurch, dass es dumpfer aussieht. Wir haben ja dieses Texturfiltering angemacht. Und so, da haben wir einen Gegner. Schnell wegballern hier. Da ist auch zu Käseblut zermirtscht. Schön festgemacht. Die Framerate ist nicht die allerbeste auf der PlayStation und das Filtering ist tatsächlich nicht so geil geworden, finde ich. Da bin ich eher der Fan von, auch wenn man nicht die volle Auflösung hat. Gehen wir kurz hier und machen mal das Filtering aus. Da seht ihr es, ne? Dann sieht es doch auch um einiges besser aus jetzt hier. Also ich finde die scharfen Texturen, auch wenn die auflösungstechnisch ein bisschen drunter sind, kann man schon eher machen. Framerate ist dynamisch. Ihr seht, wenn ich ganz nah an der Wand bin, da wird es dann fast 60 FPS. Also es hängt immer davon ab, wie viel dargestellt werden muss bei der PS1. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein Erlebnis, was nah dran ist an dem klassischen Duke. Und auch, ich habe einigermaßen viel Doom, meine ich, zur PlayStation 1 gespielt. Mein bester Kumpel damals hatte Final Doom gehabt, was auch ein ganz interessanter, gut gewordener Port geworden ist. Und wenn man eben nicht über direkten PC verfügt hat, weil die guten Ego-Shooter gab es ja nicht auf Amiga und anderen Sachen, musste man schon ein bisschen damit zurechtkommen. Ich schlag mich jetzt besser, als ich gedacht habe. Das ist wahrscheinlich, weil ich die Steuerung nochmal speziell eingestellt habe. Sowas geht mir auch tatsächlich ein bisschen mehr wieder ins Blut über, wenn ich das hier dann so spiele. Ich würde nicht sagen, dass du hier, auch wenn du mittlerweile ein Konsolist vielleicht bist, auch bei solchen Oldschool-Sachen, der Unterschied ist zwar nicht so groß wie später, aber nichtsdestotrotz, ein Unterschied ist da. Hätte ich fast auch eher denken. Wenn ich so einen klassischen 486er jetzt hier hätte, ne, mit Röhrenmonitor, und entsprechend mit Maus und Tastatur oder dass ich nur mit der Tastatur dann sowas spiele, das ist schon ein bisschen authentischer. Ne? Die Maus hätte ich wahrscheinlich nur benutzt zum Drehen und zum Schießen und den Rest hätte ich dann, oh, warte mal, auf der Toilette, wollen wir es natürlich nicht hier überraschen lassen. Warte mal, hier ist auch, hier ist doch auch noch einer. So, zack, erschossen auf dem Toilettchen, jetzt hier mal wieder. Will ich das trotzdem dann auf einem alten Computer spielen, aber das sind durchaus nette Alternativen. Sogar die Spiegelung vom Duke ist hier. Schaut es euch an. Da kann ich hier auch schießen. Eine Sache, die mir hier aufgefallen ist, ich schieße mal, ich habe nur noch 3 Ammo. Ich mache die hier mal weg, weil dann habe ich ja auch den Fuß, mit dem ich da treten kann. Der Spiegel ist nicht akkurat. Weil, ich glaube, so wie das früher dann ja dargestellt wurde, das, was wir da drüben sehen, ist nicht quasi eine Spiegelung, sondern dieser ganze Raum wurde, um eine Spiegelung darzustellen, nochmal repliziert.
und wird quasi zweimal gerendert, sodass man das Gefühl hat, oh, da passiert das Gleiche hier. Ihr seht den Unterschied zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal trete. So, ich trete mit meinem rechten Bein. Ja, aber, korrigiert mich, aber funktionieren Spiegel so? Dann müsste doch auch eigentlich das Bein, was auf der rechten Seite im Spiegel zu sehen sein, treten und nicht gegenüberliegend. Das impliziert, dass da ein zweiter Duke ist, den sie einfach mal so gedreht haben, damit die Bewegungen hier alle imitiert werden. Kurzer alter Programmiertrick jetzt hier dran, aber so geht ein Spiegel doch nicht, ne? Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Nein. Wenn ich mit dem rechten Fuß trete, dann müsste eigentlich auch auf der rechten Seite es dann so zu sehen sein. Ja, grundsätzlich, ich mag den Port jetzt hier eigentlich ganz nett. Ich hätte jetzt vielleicht nicht alle meine Ammo verballern müssen. Machen wir das Licht mal an. Das hätte wahrscheinlich geholfen, wenn ich hier die Spiegeleien hier gemacht hätte. Aber hier sehen wir es nochmal. Trete mit dem rechten Bein und das andere jeweils bewegt sich. Kriegt mal wieder Bock, das zu spielen, aber es liegt ja daran, dass Duke 3D einfach auch ein so gutes Spiel dann ist. Jetzt nicht nur über Duke 3D, aber auch... Oh, warte mal. Richtig kaputt getreten. So. Das hat gereicht für den. Oh, 8 hält nur noch. Das ist nicht so gut. So, gehen wir wieder runter, weil den Part möchte ich eigentlich ganz gerne noch schaffen, wenn wir schon mal hier sind. Habe ich hier... Oh, ich habe schon alles eingesammelt, ne? 8 Hells. Oh, ich muss erst mal gucken, wo ich hier noch mal was finde. Weil ich würde schon gerne in den Projektorraum hoch. Oh, shit. Oh, shit. No, 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 no. Ich glaube, der hat mich gleich. Finde ich hier irgendwo noch was? Hier liegt doch bestimmt darunter was. Ich habe schon alles eingesammelt. Da ist ein... Oh, okay. Jetzt habe ich 12 Ammo noch, aber nur 8 Health. Das wird knifflig. Check gerne aus bei der Gelegenheit. Ich habe ja das ABC der Videospiele Level 2 erwähnt. Einer der umfangreichsten Artikel im Buch ist tatsächlich über die Duke Nukem-Serie und natürlich insbesondere die Entwicklung von Duke Nukem Forever, was natürlich dann das Spiel nach dem hier... Ach, verdammt, jetzt habe ich es nicht geschafft, da hier weiter. Weil sonst hätten wir den Projektor angemacht und uns angeschaut, was für obszöne Videos und Filme die damals geschaut haben da. Jetzt werde ich jetzt schön hier geteabaggt von den Aliens, so wie sich das gehört. Genug auch davon. Check gerne aus. Tatsächlich, wenn wir dabei sind, ich kann es ja auch hier mal aufschlagen, ist der umfangreichste Artikel hier geworden. Da habe ich auch etliche Wochen noch mal dran gesessen, dass man sich alles über Duke Nukem Forever und Duke Nukem allgemein sich hier anschauen kann. Ist noch mal genau im Detail hier ausklabüstert. Gucken wir mal, wo ist der Duke 3D-Teil? Da sieht man es ein bisschen über 12 bis 14 Seiten, glaube ich, habe ich insgesamt dazu verwendet. Kann man sich gerne auch mal dann geben. Das sind Synergieeffekte, ne? Gar nicht dran gedacht, dass ich auch im Buch was dazu habe. Aber dann passt es umso besser. Ein letztes Game haben wir heute noch und wir gucken auf die Mats drauf und wir schlagen die Klammer, denn wir haben mit Konami und Castlevania angefangen. Wer Konami und Castlevania sagt, muss auch Konami und Contra sagen. Auch im Jahr 87 auf dem NES rausgekommen. Ich glaube, ein bisschen früher auf dem Famicom und in der Arcade oder zumindest kurze Zeit vorher dann in Japan rausgekommen. Natürlich der absolute Run-and-Gun-Klassiker, der auch speziell durch die NES-Fassung noch mal wesentlich mehr Spaß gemacht hat, meine ich persönlich. Also für mein Verhältnis, ich finde die NES-Fassung wesentlich besser, weil die durch noch mal adaptiert und andere Sachen gemacht hat, als die originale Arcade-Version, die schon ein bisschen eigen gewesen ist. Aber das ist auf dem NES ein absoluter Klassiker geworden. Es gab auch etliche andere Ports, unter anderem, und den Computer hatten wir bisher noch nicht. Wir gehen aufs Ingame einmal rauf. Das hier ist auch von Konami original umgesetzt, ein Port für den MSX. Computer. MSX auch wird dann thematisiert, der Computer im Buch, was wir gerade noch mal hier erwähnt haben, dem Retro-Club-Buch. Mal gucken, wir können mal die selbst ablaufende Technik hier ablaufen lassen. Ist ein Computer, der vor allem in Japan auch relativ beliebt gewesen ist und durchaus einige Limitationen hatte, gerade was so die Darstellungsqualität und Scrolling und so weiter angeht. Die selbst ablaufende Demo ist ziemlich kacke hier, deshalb werde ich einmal gleich dann selber spielen. Hier dabei. Sehr ähnlich, wie wir es bei Super Mario Brothers Special hatten auf dem PC 88, ist die MSX-Version von Contra relativ eigenständig geworden, denn man sieht es jetzt hier, kein Scrolling mit dabei, sondern ich habe die Möglichkeit durch verschiedene, nehmen wir mal die Machine Gun, wir haben die Möglichkeit, an entlang scrolling Bildschirmen dazu gehen, wo die Herausforderungen anders sind. Allerdings ich habe auch keine klassische Nur-Lebensanzeige. Das war ja so, dass du nach einem Hit quasi gestorben bist bei dem normalen Contra. Hier ist es so,
dass du eine Energieleiste hast, was ihr da unten seht. Ne? Also die haben grundsätzlich am Konzept hier gefeilt und was Eigenständiges draus gemacht, was näher vom Erlebnis dran ist als beim NES, als bei der Arcade-Version, weil so Look and Feel haben die einigermaßen erhalten bekommen. Und ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich spiele jetzt ein bisschen schlechter als sonst, weil in meinem Testspiel war ich durchaus ganz gut hier abgeschnitten. Rein steuerungstechnisch und grafisch für MSX-Verhältnisse haben sie es echt gut hinbekommen. MSX ist ja auch die Plattform, wo beispielsweise die originalen Metal Gear-Spiele rausgekommen sind in Japan, bevor man dann auf andere Plattformen gewechselt ist. So, also den hier kurz wegmachen. Oh shit, da hat er mich noch einmal erwischt. So, geh mal hier lang. Dass wir den Eingang hier nochmal machen. Für die MSX-Version hat Konami nochmal ihr eigenes Süppchen gekocht. Auch was hier erhalten wurde, sind der Wechsel auf die 3D-Level hier, die hier nochmal ein bisschen anders funktionieren. Ich muss mir nämlich selber eine Seite aussuchen, wo ich entlang kann. Das hat er auf dem NES automatisch gemacht. Hier gilt es auch weiterhin, durch Jumpen und Ausweichen und Hinlegen entsprechend Barrieren abzubauen und Sensoren kaputt zu machen, sodass man nochmal einen besseren Weg hier weiter hat. Ich kann mich eben hier auch hinducken, um dann vor Geschossen auszuweichen, aber ab und zu kommen auch mal rollende Granaten, die es mir auch noch mal ein kleines bisschen schwieriger machen. Ein Glück, dass ich die Maschinenpistole eingesammelt habe, weil ohne die müsste ich jetzt einzeln draufzimmern auf den Button hier. Sehr interessant umgesetzt. Ich habe es mir wesentlich schlechter ausgemalt, wie dieser Port auf dem MSX hier sein kann. Also es gibt auch durchaus MSX-Spiele, die einfach grafisch nicht so gut ausschauen und sich hakelig steuern und spielen, aber hier das steht steuerungstechnisch dem NES in nicht viel nach. Grafisch ein bisschen simpler als das NES, aber auch nicht so sehr, mit Ausnahme des Scrollings. Level-Design ist ein bisschen eigenständiger durch die Fragmentierung. Es ist nicht einfach nur 1:1, dass man irgendwelche Grenzen bei den NES-Bildschirmen gemacht hat, sondern man hat sich ein bisschen Gedanken ums Layout gemacht. Und es hat enorm viel eigenständigen Content. Ein guter Teil des Originals ist hier in einzelnen Leveln runtergebrochen und abgebildet. Aber wenn man die Originallevel durch hat, ich meine gelesen zu haben, dass da teilweise die Hälfte originäre Level nochmal hinten dran sind. Dadurch wird das Spiel insgesamt ein bisschen schwieriger, weil es gibt auch viel, viel mehr, was man mit der Energieleiste plus dem Lebenskontingent, das man hat, dann schaffen muss. Wir haben es jetzt hier quasi zum ersten Boss hier hingebracht, wo wir auch hier so ein bisschen aufpassen müssen. So. Na, muss auch mal was treffen, ey. So. Ich muss mich mal entscheiden, wo ich dann drauf schieße. So. Ups. Hier vorbeikommen. Aber mir hat es erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich habe es im ersten Anlauf auch schon zu Level 7 oder sowas gebracht. Von, wie viel waren das? 20 plus, wie man jetzt hier hatte, durch die dann erwähnten. Aber wenn du solche Ports und Umsetzungen auf Systeme hast, die potenziell ein bisschen anders funktionieren technisch, ne? Die vielleicht Probleme mit Scrolling haben oder anderswo ihre Stärken, finde ich diesen Ansatz wesentlich spannender, dass man so ein bisschen was Eigenständiges macht, was der Plattform dann auch zurechtkommt und nicht dann sklavisch versucht, einfach direkt alles abzubilden, so wie man es vom Vorbild her kannte und dann vielleicht mal mehr schlecht als recht umsetzen. Dezentes Beispiel war ja dann zum Anfang der Castlevania-Port, der super nah dran ist am NES-Original. Vielleicht hätte man da aber auch sagen können, trotz der passablen Spielbarkeit, die man da rausbekommen hat, wäre es vielleicht eine interessante Idee gewesen, etwas den Stärken des C64 gegenüber zu machen, was jetzt Darstellungsqualität oder Musik oder was auch immer dann angeht, nochmal umzusetzen. Und das ist eine schöne positive Überraschung, wie jetzt hier dieser Port funktioniert. Ach komm, ein bisschen können wir noch. Hier hoch. Der Part hier, würde ich fast schon sagen, ist ein bisschen leichter insgesamt gegenüber der NES-Fassung, weil hier konnte man sehr schnell auch runterfallen zwischen den einzelnen Parts und dann wurde es... Oh! Hat er mich da getroffen? War es mit dem Leben? Oh, jetzt habe ich eins verloren, aber zum Glück habe ich noch eins. Oh, ich habe meine Maschinenpistole nicht mehr. Das heißt, das wird anstrengend jetzt hier. Oh, kann ich hier rein? Nein. Aber immerhin haben wir den jetzt hier weggepackt. Aber ja, wenn ihr die Gelegenheit habt oder wenn ihr mal eine ungewöhnliche Version euch anschauen wollt, wäre das vielleicht durchaus mal einen Blick wert. So, warte mal, lass uns den mal abschießen, sonst wird es dann eh knifflig, das hier zu treffen. Und ich würde gerne von euch auch in den Comments wissen, kennt ihr weitere solche Computerports von solchen Klassikern? Weil das sind die, die ich weniger im Blick habe, die tatsächlich mal was Eigenständiges und dann Neues gemacht haben. Ne? Das sind immer dann wirklich echt schöne Entdeckungen, die ich selber nicht auf dem Schirm hatte.
Und ja, was wir schon mal sagen können, ich versuche jetzt hier zumindest diesen Bildschirm hier nochmal zu machen. Dass es natürlich nicht so eine einfach zu beantwortende Frage ist, was ist besser, PC und Konsole? Das soll es auch nicht sein, sondern diese PC versus Konsole-Folge heute ist eben mal um die verschiedenen Arten der Umsetzung und nehmen wir mal die Rearguard, wobei die ist nicht so geil, die schießt in beide Richtungen, aber eine niedrigere Frequenz. Haben wir verloren? Ist der Game Over? Dann nicht ganz, aber es reicht dann hier auch mal. Es soll dann natürlich dann nicht sein, dass wir dann einen eindeutigen Sieger oder so ermitteln, sondern einfach ein paar Fallbeispiele zeigen, wo wir mal sehen, das hat mal besser geklappt, da lag es an der Konsole, da war das Spiel vielleicht nicht so gut umgesetzt worden oder auch im Gegenzug überraschend gut und es gibt in alle Richtungen was. Ne? Und man kann nicht sagen, das eine Genre, nur weil es auf der einen Plattform so gut funktioniert, dass man es dann gar nicht gut auf dem Computer spielen kann und andersrum auf der Konsole. Eure Beispiele, inklusive der Meinung zu den Spielen, die wir hier gezeigt haben, gerne in die Comments mit rein. Ansonsten denkt gerne ans Abonnieren, ans Liken, die Glocke läuten, bei Instagram entsprechend markieren, den Daumen bei Facebook, wenn ihr es noch aktiv habt, einmal machen. Das zeigt die Zuneigung von euch gegenüber dieser Show, die wird damit feilgeboten und ich freue mich auch, wenn ihr das macht, dann bekommen nämlich mehr Leute mit, dass es diese Show gibt und ich habe es zwischendurch nochmal erwähnt, müssen wir jetzt hier nochmal nicht zeigen, aber mit dem Retro-Club-Buch bin ich demnächst noch ab, ich glaube, dem 19. Oktober zumindest zum Start für die nächsten Tage auf der Frankfurter Buchmesse für Autogrammstunden und ein bisschen Action auf der Bühne. Wenn wir uns noch nicht gesehen haben in diesem Jahr, kommt da gerne rum, wenn ihr könnt und dann quatschen wir ein bisschen und machen ein bisschen Fun und Spaß in Persona. Bis dahin aber, schaut gerne hier bei Rocket Beans TV vorbei. Das war der Retro Club und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.